Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Video. Und heute schauen wir uns Destinies an. Und ob das ganze Spiel was taugt oder nicht, das erfahrt ihr hier im Video. Viel Spaß! Destinies ist ein Spiel für 1 bis 3 Spieler, wo jeder von uns versuchen wird, sein Schicksal zu erfüllen. Man kann das natürlich auch alleine spielen. Es ist im Grunde ein App-basiertes Abenteuerspiel. Das heißt, wir werden uns hier auf einer Welt breit machen, erkunden, ja, die hier alle durch verschiedene Karten sind und werden dann eine Geschichte erleben. Das Ganze funktioniert hier in dem Spiel mit einer App. Ich habe jetzt das Ganze auf meinem Laptop drauf, weil ich kein iPad oder Android-Handy habt, dass das Ganze kann. Ja, wichtig ist, ihr braucht natürlich eine Kamera, weil wir werden in diesem Spiel ganz viele Karten mit QR-Codes haben, die wir dann einfach einscannen können und dann wird uns das Spiel sagen, was jetzt geschieht. Der Ablauf des Spiels ist am Anfang immer gleich, das heißt, die App wird uns erstmal sagen, welche Sachen wir hier auslegen müssen und das müsst ihr dann immer mit OK bestätigen und sagt dann auch, wer gerade dran ist. Der Spieler, der dann dran ist, kann sich frei umher bewegen. Bewegung ist ganz simpel, den Laptop brauchen wir jetzt nicht mehr. Ihr könnt euch einfach auf ein benachbartes hinstellen, dann endet dort eure Bewegung, ihr dreht das um, dann kommen da bestimmte Sachen hin, ja, zum Beispiel irgendwelche Miniaturen oder Tokens, mit denen ihr interagieren könnt. Dann wird euch das Spiel bestimmte Sachen vorlesen und ihr müsst Entscheidungen treffen und Proben machen. Die Proben in Destinies laufen immer gleich aus, das heißt, jeder von uns hat dieses Tableau vor sich und dort sind dann eure Fähigkeiten abgebildet. Dann wird halt gesagt, macht eine Fähigkeit auf Blau, auf Wissen oder auf Kraft. Dann nehmt ihr alle Würfel, die ihr habt. Die weißen dürft ihr immer würfeln und die roten, es kommt halt, blauen kommt halt drauf an, ob ihr die habt und ob ihr die benutzen wollt. Dann würfelt ihr die einfach, summiert das Ergebnis zusammen und alles, was dann höher ist als eure Steinchen, das ist dann halt ein Erfolg. Also ein Erfolg, 2 Erfolge und so weiter. Und danach geht's in der Story weiter. Was ist jetzt eigentlich das Ziel bei Destinies? Natürlich euer Schicksal zu erfüllen. Euer Schicksal ist jedes Mal anders. Ja, wir haben nämlich im Basisspiel 5 Missionen und die könnt ihr immer hier bei euch hinten lesen und ihr könnt dann auch verschiedene Personen in der Welt treffen und mit dem QR-Code sie dann danach fragen, ob sie euch vielleicht Hinweise geben, weil jeder Spieler hat ein anderes Schicksal. Dazu komme ich gleich nochmal bei meiner Kritik. Natürlich gibt es dann auch noch ganz viele Gegenstände. Ja, das hier ist der Gegenstandstapel mit ganz vielen Sachen, die ihr entdecken könnt und es gibt ganz viele Miniaturen, die dann einfach hingestellt werden, um euch zu symbolisieren, dass ihr in der App dann da draufklicken dürft. Und das ist eigentlich auch das ganze Spiel von Destinies. Und wer dann zuerst sein Schicksal erreicht, also seine Hauptmission, wird dann vor einem großen Finale stehen. Das wird dann so sein, sein, sein. Und irgendwann hat der Spieler das dann beendet, hat die Mission geschafft, dann ist das Kapitel abgeschlossen und danach könnt ihr fortfahren und zwar mit der nächsten Mission. Ja, und das sind eigentlich alle Regeln von Destinies. Ähnlich wie bei Robin Hood ist es hier auch so, ihr könnt das Spiel eigentlich aufbauen und sofort losspielen. Ja, die Regeln habt ihr in ein paar Minuten fertig gelesen und die App weist euch eigentlich auch direkt hin, was ihr machen könnt, was eure Optionen sind. Und das ist auch mein allererster positiver Punkt und zwar finde ich, ist die App-Umsetzung bei Destinies richtig, richtig gut geworden. Zum einen ist es deswegen so gut, weil es euch natürlich darauf hinweist, welche Regeln ihr machen müsst. Und zum anderen ist die Regel, die App so gut, ja und jetzt kommt zu einem Kontra, dass ihr eigentlich das Spielbrett gar nicht braucht, weil es euch immer sagen wird, auf welche Felder gerade ausliegen, wo noch welche Gegenstände ausliegen und wo auch welche Miniatur steht. Das heißt, ihr legt eigentlich die Sachen alle aus, das sieht super schick aus, ihr stellt die Miniaturen auf. Aber eigentlich könnt ihr es auch alles weglassen und ihr bräuchtet vor euch nur euer Tableau mit den Skills und dann halt die Karten, die ihr ausgerüstet habt. Das würde eigentlich vollkommen ausreichen, aber natürlich so hat man dann mehr Brettspiel-Feeling. Aber das ist halt auch negativ, nur weil die App, finde ich, so gut funktioniert und man sich da auch gar nicht rumquält. Ja, ich habe jetzt auch natürlich die deutsche Version gespielt und habe dort keine Fehler irgendwie gefunden. Es gab ein, zwei Mal, stand dann da, anstatt nehmen eine Münze, nehmen eine und dann so eine Funktion Münze. Also, ne? Also eigentlich sehr fehlerfrei, auch die Texte sind sehr thematisch geschrieben. Und das ist mein anderer positiver Punkt.
Und zwar ist das Spiel natürlich sehr storylastig und hier ist auch wirklich so eine Story, wo man dann eintaucht. Was euch gesagt werden muss, die Story ist düster, so ein bisschen Dracula-düster, sage ich jetzt mal. Es ist fast die ganze Zeit mit irgendeine Kirche und dann gibt's halt irgendwelche Teufel oder was weiß ich was, Werwölfe, die halt versuchen, bestimmte Sachen zu machen. Da müsst ihr schon drauf stehen. Ich persönlich fand's aber von der Aufmachung und der Story sehr gut, aber die Geschichten selber fand ich so okay. Die fand ich so ein bisschen, das hat man jetzt schon 10.000 Mal gehört, dass man dann in eine Kirche muss zum Beispiel und da muss man jetzt, ich sage jetzt einfach mal eine Kerze anzünden und dann hat man es geschafft. Ungefähr so sind die Stories aufgebaut. Das finde ich ein bisschen schade, da hätte man ruhig mutiger sein können und das irgendwie anders erzählen können. Was mir aber zeigt, was hier alles möglich ist und was hier auch weiter vorgemacht wird. Dann ein weiterer positiver Aspekt ist das Skill, also die Proben. Ne, die sind ganz einfach, weil man hat hier das Tableau, man würfelt und man sieht, okay, man hat es geschafft oder nicht. Ja, und hier weiß das Spiel auch, was die Stärke ist. Und zwar die Story zu erleben, die Entscheidungen zu treffen. Ja, und man hält sich durch dieses leichte System nicht viel damit auf. Man würfelt halt, aber das kann auch nervig werden. Genauso nervig wie der Frühling bzw. Spätsommer, wo man dann die ganze Zeit niesen muss. Weil, wenn ihr würfelt und ihr die ganze Zeit nur Einsen würfelt und deshalb eure Probe nicht schafft, kann das dann ein bisschen frustrierend sein. Das Spiel hilft euch, gibt euch ein bisschen Erfahrungen, aber dann kann es dann schon manchmal dazu führen, dass man so denkt, okay, ich weiß, dass das richtig ist und dann macht ihr das viermal hintereinander, bis dann euer Würfelwurf endlich stimmt, weil ihr nicht den Sinn seht, woanders hinzugehen, um ein Item zu holen, um euch zu helfen, weil das könnt ihr auch machen. Ihr könnt, ich nehme mal ein Item, das euch nicht spoilert, bestimmte Sachen nehmen, die einscannen und dann könnt ihr einige Proben so ganz einfach schaffen. Kommen wir jetzt aber zu Sachen, die mir bei Destinies leider nicht so sehr gefallen. Und zwar ist das erste, es wird so gesagt, ihr könnt jetzt die Kampagne von Destinies spielen. Finde ich, ist vollkommen okay, aber hier ist gar keine Kampagne. Ihr spielt eine Mission nach der anderen. Ihr könnt einfach mit Mission 4 anfangen und dann Mission 1. Da gibt's einen Story-Aufbau so ein bisschen. In der einen Geschichte hört ihr, dort gibt's eine Schule und dann bei der nächsten Mission seid ihr neben der Schule. Aber es wird halt nichts progressiv mitgenommen. Das heißt, ihr levelt euch nicht in die nächste Mission rein. Die sind alle Standalone, was ich sogar richtig gut finde, weil wenn man halt keine Zeit für ein Kampagnenspiel hat, kann man sich einfach eins aussuchen, was einem thematisch passt. Aber hier wird's halt so verkauft, so hier kriegt ihr eine Kampagne, aber es gibt irgendwie keine Kampagne. Das habe ich persönlich nicht verstanden. Ein weiterer Negativpunkt ist natürlich, es ist sehr düster, aber auch die Story, finde ich, die geht nicht so ins Mark. Ich habe jetzt selber das Finale noch nicht gespielt, das werde ich jetzt machen. Und falls es euch interessiert, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben, dann kann ich das Finale oder eine Mission, die ich schon gespielt habe, let's playen. Das bietet sich hier eigentlich sehr gut an. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt das gerne mal rein. Ein weiterer Negativpunkt ist natürlich, hier habt ihr kein strategisches Spiel, ne, auch nicht wie in Gloomhaven oder Seven's Continent. Hier geht ihr, trifft Entscheidungen und würfelt. Ja, und das Rätsel ist eigentlich herauszufinden, wie erreiche ich mein Schicksal, wo muss ich hingehen? Ja, und das ist jetzt nicht so, dass man so denkt, hä, ich kann das nicht schaffen. Das ist schon machbar, aber das ist so der Clou und hier ist wirklich der Fokus auf dem Entdecken. Ja, und das muss euch bewusst sein. Und ein weiterer Kritikpunkt, habe ich ja eigentlich auch schon gesagt, das Spielbrett ist eigentlich so halb unnötig, beziehungsweise wenn ihr keine Apps und Spiele mögt, dann werde ich, glaube ich, dieses Spiel nicht für euch empfehlen, weil hier ist die App schon sehr, sehr wichtig. Also hier ist man wirklich viel an der App. Also ohne App würde das gar nicht funktionieren, aber ich denke, das ist den meisten von euch klar. Kommen wir also zu meinem Fazit. Ich muss sagen, ich finde Destinies von der App und von der ganzen Aufmachung ziemlich, ziemlich cool. Ich finde auch, die Miniaturen sind so super klein und eigentlich unnötig, aber wenn dann so Fette kommen, so der Engel oder so, das macht schon Bock. Also es sieht schon richtig cool aus und die App-Umsetzung macht einfach Spaß. Es funktioniert alles und die Story greift ein. Die Story hat natürlich für mich so seine Schwächen, da hätte ich mir mehr gewünscht, auch vielleicht eine andere Thematik, die etwas origineller ist, die ich nicht schon tausendmal irgendwo gehört habe. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache und deshalb muss ich sagen, ist Destinies ein Spiel, das Spaß macht, wo es aber noch Luft nach oben gibt und wo ich so sehe, das ist ein richtig cooles Konzept. Ja, das hat man natürlich schon öfter gesehen, aber hier finde ich es wirklich gut umgesetzt und ich bin gespannt, was da noch für neue Sachen kommen. Und macht einfach Spaß. Was aber natürlich auch gesagt werden muss, der Wiederspielwert ist hier eigentlich gleich null. Ja, ihr habt im Basisspiel 5 Missionen, wenn ihr die gespielt habt,
dann müsst ihr das Spiel, werdet ihr, glaube ich, nicht mehr auf den Tisch holen. Ja, aber natürlich könnten die dort einfach Erweiterungen machen, weil wir hier alles mit QR-Codes gelöst haben. Deshalb muss ich sagen, hat mir Destinies sehr viel Spaß gemacht, aber halt nicht so viel Spaß, dass ich jetzt sage, wow, das ist ein super Highlight und so. Aber es ist ein gutes Story-Spiel, also wenn ihr was sucht mit einer App-Umsetzung und ihr auf düstere Stories steht, dann schaut euch Destinies mal an. Wenn ihr weder düstere Themen mögt, noch Apps im Brett spielen, ja, dann ist Destinies definitiv nichts für euch. Gut, ich hoffe, euch hat das Video geholfen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, Christopher von den Brettspiel-Geeks.